Moin moin und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute mal ein bisschen anderes Video. Wir starten jetzt hier mal mit einer kleinen Rebuild-Series zur SMCR. Heute bauen wir die Karre erstmal ein bisschen auseinander, gucken, was da jetzt genau alles überhaupt im Arsch ist. Ja, ich habe hier ein bisschen zusammengeschnitten vom heutigen Tag, was so los war, was wir gemacht haben an der Karre. Für alle, die es noch nicht mitbekommen haben, blende ich hier nochmal kurz den Wheelie-Fail ein. Und dann geht's auch gleich schon los mit dem Video. So, wir haben jetzt meine Karre auf jeden Fall im Transporter drin. Jetzt fahren wir ab in die Werkstatt, dann wieder ausladen, dann gucken wir nachher mal noch, was jetzt genau im Arsch ist alles. Jo. Angekommen in unserer kleinen Werkstatt hier, können wir uns jetzt die Karre endlich mal ein bisschen genauer angucken. Also kommen wir erstmal zu dem, was hier eigentlich relativ offensichtlich ist, was man von außen jetzt schon sieht. Lichtmaske ist auf jeden Fall hier völlig im Arsch. Tacho hat auch ordentlich was abbekommen vom LKW hier. Ist auch die komplette Halterung hier alles lose, alles weggebrochen, die ganzen Plastikteile. Dann haben wir unten am Kotflügel, sieht man auch richtig, ist die Halterung vom Kotflügel auch rausgebrochen. Eine Nase für die Lichtmaskenhalterung, also wo die Lichtmaske draufgesteckt wird, ist auch abgebrochen. Dann natürlich die ganzen Sturzpads hier, Handbügel ist komplett weggescheuert. Dann hier vom Handbremshebel, die Aufnahme ist komplett verbogen. Da hoffe ich mal, dass es wirklich nur die Klammer ist von der Halterung und nicht der komplette Geberzylinder. Dann die Remus-Endkappe, die Carbonkappe mal wieder am Arsch. Kostet irgendwie 160 Euro bei KTM, perfekt. Ja, Seitenständer hat ein bisschen was abbekommen. Dann hinten mein Aufbockbobbin, von dem ich euch schon im Vorstellungsvideo erzählt habe, dass der immer alles aufnimmt beim Sturz. Der hat auch wieder was abbekommen. Fußrast ist auch komplett abgeschliffen. Dann ist leider mein Schalthebel komplett im Zündungsdeckel eingeschlagen, hat auch eine tiefe Riefe hinterlassen. Ja, und jetzt bauen wir erstmal die Karre komplett vorne auseinander und gucken uns dann das Lenkkopflager mal genauer an, weil da ist auch irgendwie was lose. Mal gucken. Erstmal schraube ich jetzt hier meinen Unterfallschutz ab unterm Motor, die Plastikverkleidung. Und dann möchte ich gleich die Bierkiste hier als Zentralständer benutzen, weil ich habe nur die einzelnen Ständer für vorne und hinten, jeweils fürs Rad. Jetzt möchten wir aber die Gabel natürlich rausnehmen. Deshalb bocke ich die Karre gleich vorne auf, stelle dann die Bierkiste unter den Motor, lege ein Brett noch auf die Bierkiste rauf und dann steht die eigentlich immer relativ safe auf der Bierkiste. Und dann kann ich vorne alles auseinandernehmen, also Rad raus, Gabelbrücke und so. So, kurzes Zwischenfazit, wir haben hier gerade die Lichtmaske abgenommen und hier festgestellt, der Scheinwerfer ist an allen Aufnahmepunkten einfach ausgebrochen. Teilweise fehlt komplett die Halterung und hier unterm Tacho auch alles komplett zerbrochen, die komplette Halterung. Hinter der Lichtmaske muss man jetzt erstmal diese ganzen Kabellagen hier lösen, die sind alle mit Kabelbindern und so weiter festgemacht, teilweise noch festgeschraubt an die Plastikverkleidung. Die werden hier jetzt erstmal alle gelöst. Dann will ich jetzt hier irgendwie mal diesen Geberzylinder vom Lenker abbekommen, um zu sehen, ob da der Geberzylinder kaputt ist oder ob es nur eine Schraube ist oder ob da die Halterung verbogen ist. Ich konnte die Schraube von der Halterung einfach nicht rausschrauben am Geberzylinder, weil die einfach komplett schief war. Deshalb habe ich es dann versucht, über den Lenker außen abzuziehen. Dafür musste halt erstmal das Handguard ab und so, dann den Griff abmachen. Und dann habe ich aber den Geberzylinder außen vom Lenker abbekommen. Also am Geberzylinder hier vom Handbremshebel
hat es die Schraube übelst verbogen. Aber dann kann man einfach eine neue Schraube und eine neue Halterung reinmachen. Dann ist der Geberzylinder immerhin noch ganz. Dann ist hier noch der Kotflügel im Weg, den nehmen wir jetzt hier erstmal noch schnell ab. Wir haben hier gerade die Mutter über dem Lenkkopflager gelöst, auf der Gabelbrücke, auf der oberen. Und das sieht hier auf jeden Fall überhaupt nicht gut aus. Hier ist irgendwas komplett zerbröselt, zerbrochen. Hier sind Metallteile drin. Das sieht man von vorne ja auch gut. Hier ist komplett ein Stück aus der Gabelbrücke. Es fehlt einfach. Ist einfach rausgebrochen. Dann schraube ich jetzt die Gabelbrücken oben und unten jeweils schon mal lose. Hier ist mir jetzt aufgefallen, ich hätte die eigentlich noch gar nicht lose schrauben müssen, weil erstmal müssen noch die Gabelhäume beide raus. So, untere Gabelbrücke ist auf jeden Fall auch im Arsch. Hier sieht man es schön, ist komplett ein Riss drin hinterm Lenkanschlag, obwohl ich die Gummidämpfer drauf hatte. Ja, man kann sie zwar noch benutzen, aber jetzt ist halt ein Riss drin. Jetzt kann ich sie auch gleich neu machen. Hier jetzt auch nochmal von Namen das Eisenteil hier, was zwischen den Lenkkopflagern sitzt, was vorne im Rahmen drin sitzt quasi, hat sich hier komplett zerbrochen. Sind richtige Stücken rausgebrochen. Und das ist ja wirklich massives Eisen. Hier auch nochmal die obere Gabelbrücke. Wie gesagt, hat es ein Stück von der Gabelbrücke rausgebrochen, sieht man ja hier. Ist nicht mehr orange an der Stelle hier. Und da steckt auch noch ein Stück von dem Eisenteil drin. Ist komplett abgebrochen. Krass, ey, da muss so eine Kraft gewirkt haben. Ansonsten gucke ich mir hier natürlich den Rahmen jetzt nochmal genau an. Ich hatte halt Angst, dass er hier irgendwo gebrochen ist oder gerissen ist. Oder dass der Rahmen sich hier halt verzogen hat. Aber wenn der Rahmen sich verzieht, dann würde an der Stelle auch das Pulver abplatzen. Auch die Schweißnähte sehen hier allgemein noch sehr gut aus. Nur hier oben die eine Stelle, da hat der Rahmen ein bisschen was abbekommen. Aber das lag halt daran, dass sich da vom Lenkkopflager alles verschoben hat. Da ist hier eine kleine Macke drin. Aber deshalb werde ich nicht den Rahmen austauschen. Also der Rahmen sieht ein Glück echt noch sehr gut aus. Ja, das war's dann jetzt mit dem Video. Im nächsten Rebuild-Video soll es dann schon mit dem Zusammenbau losgehen, hoffe ich mal. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like, Abo, Kommentar da und dann bis zum nächsten Mal. Haut rein. Ciao.